Moin Leute! So, ich dachte mir heute, wir machen mal ein kleines React von dem Rocket Beans Interview. Ich war ja auf der Gamescom LAN und da sind die Rocket Beans live rumgegangen und haben so Leute interviewt und wir waren da tatsächlich auch mit bei und das habe ich jetzt online entdeckt und da will ich mal reinschauen. Schalte ich mal die direkt um und dann schauen wir mal da rein. So. Seht ihr schon was? Glaube nicht, oder? Komm schon weiter. Oh nein, funktioniert das jetzt etwa nicht? Kleinen Moment. Das fixen wir hier super live. Ja. Okay. Genau. Dann. Die waren hier schon mitten auf der Tour. Ich glaube, wir waren noch die letzten, den sie interviewt haben. Und da schauen wir mal rein. Schaut ein So, bisschen. was Oh, hast du Minecraft damals ist so hier gesehen. gesagt? Guck mal. Ja, Ach, in den hier. Lands. Guck mal. Wir sind in der Minecraft-Bubble. Minecraft. Oh, eine Ja? Minecraft-Bubble ist hier geworden. Hallo, hallo. Hey, Leute. Jo. Hi, ich bin Reggie. Und? Alex, hi. Alex, und ihr seid hier jetzt, um ein bisschen Minecraft zu spielen gemeinsam? Ja, das erste Mal tatsächlich. Also, wir haben jetzt einen Server gestartet und probieren uns mal ein bisschen aus. Boah, da direkt, ich merke schon, ich war so krass aufgeregt. Das war in meinem Kopf so krass. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber war ganz schlimm in meinem Kopf. Erstens mal Minecraft? Ja, das erste Mal Hier, Minecraft. oh! Ja. Was wollt ihr wissen? Alles. Okay, Töten wir den Ender Dragon. ich weiß nicht, was das ist, aber. Ah, da hat man das auch irgendwie nicht richtig gehört. Ich habe gefragt, wie man den Ender Dragon tötet. Aber das Wie ist irgendwie verschluckt worden. Das Mikrofon war wahrscheinlich zu weit weg. Aber naja. Was ich euch sagen kann, ist, nachts müsst ihr euch einbuddeln. Ja, das. Okay, also in die Erde rein, oben zu und ein Bett bauen. Und für Oh, das ich hab's Bett schon. braucht ihr Wolle, ja, weil Schlafen sonst können müsst. wir. Sehr gut. Und sterben. Immer ein Bett dabei haben, einbuddeln, Bett aufstellen und dann wieder raus. Oh, das, ja, Die so. möchten leben. Genau. Stimmt. Und so haben wir es tatsächlich auch geschafft. Ja. Apropos Bett, schlaft ihr hier auch? Ja. Genau. Kennt ihr euch beide schon länger oder habt ihr euch hier kennengelernt? Nee, wir kennen uns schon länger, genau, richtig. Seid ihr, kommt ihr aus derselben Stadt? Ja, auch beide aus Hannover, also Ah, ein bisschen nice. Anreise, aber auch nicht die Ja. größte Anreise. Ja, das sagt er jetzt so, aber es hat ewig gedauert, bis wir da waren. Wir waren so kaputt, als wir angekommen sind. Gut, und ihr habt ja auch geilen Merchandise an, ne? Oh, danke, danke. Hier kann man das mal zeigen hier. Ja, da habe ich erstmal gar nicht gerafft, was sie gesagt haben. Ich dachte irgendwie, ah, da hast du irgendwie coolen Merch da hinten oder so. Ich dachte, hä, okay. Diese komische Tasse, die ich da stehen habe oder was? Aber ja, sie meinten das T-Shirt natürlich. Ja, life is life. Geiler Drip. Könnt ihr immer noch zuschlagen? RKPDBNS, ne? Schaut mal in den Shop vorbei, da gibt es neue Klamotten gerade. Ein neuer Drop. Solltet ihr auch unbedingt mal reinschauen. Ja. Was habt ihr noch vor, außer Minecraft? Aber wir gucken mal. Also wir wollten vielleicht noch Dark in Darker spielen. Nidhogg, so ein kleines Turnier hier unter Freunden. Ja, und mal gucken. Tischtennis. Ja, Tischtennis ist ja da hinten noch alles. Oder wolltet ihr hier Rockstars Tischtennis spielen auf der Xbox 360? Das kennen wir, also ich kenne es nicht. Ah, okay. Das ist ein gutes Spiel. Wie gefällt es euch so? Was ist, wie ist euer Eindruck so von der Messe? Ach cool, also sehr angenehm hier, finde ich. Ja. Ja? Habt ihr das so erwartet? Ist das eure erste Größe? Da auch. Boah, ich wusste erstmal gar nicht, was ich sagen soll, weil erstmal, wenn du da ankommst, sind da irgendwie 3 Millionen Eindrücke, die auf dich einprasseln und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Das ist irgendwie, als hätte so eine kleine private LAN ein Kind mit einem riesen Festival und da geht die ganze Zeit Action ab und so. Nur dass die Leute halt statt Musik zu hören, ja, einfach zocken. Boah, also da war ich noch komplett überwältigt. Ich muss erst mich so richtig akklimatisieren. Also am nächsten Tag hätte ich ein bisschen was anderes gesagt, glaube ich. Größere LAN? Immer so größere LANs hatte ich noch nicht. Du hast ja schon die Dreamhack hinter dir, ne? Ja, ich kenne das nur so unter Freunden und die hier finde ich schon ganz gut, ja. Und ihr bleibt bis Sonntag auch, oder? Genau, bis Sonntag bleiben wir und dann geht's wieder zurück und freuen uns schon auf alles, was noch kommt. An ein paar Turnieren wollen wir vielleicht teilnehmen. Schere, Stein, Papier.
Wie bitte? Fall Guys, falls es kommt. Ja. Sehr schön. Wir haben dann auch tatsächlich beim Air-Hockey-Turnier mitgemacht. Haben aber bei allen Turnieren kläglich versagt. Also die Konkurrenz war auch echt super gut, muss man sagen. Da hatten wir nicht so die Chance. Ja. Schön. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht spielen wir was. Vielleicht komme ich auf einen Minecraft-Server. Ja. Ich zeige euch, wie das. Also jeder kann drauf. Ich komme einfach rauf und dann buddel ich ein bisschen für euch. Nice. Macht den. Er ist nicht dazu gekommen. Ja, auch danke. Ender Dragon für euch. Was soll ich? Ja, und allgemein so zum Eindruck zur Gamescom LAN. Es war schon irgendwie ein cooles Event, hätte aber so unserer Meinung nach irgendwie auch noch so 1-2 Tage länger gehen können, weil also beim ersten Tag kommt man halt erst an und muss das ganze Zeug aufbauen und hin und her schleppen und ist voll im Arsch und gestresst und dann muss man erstmal runterkommen. Dann hat man höchstens noch so ein bisschen den Abend oder die Nacht. Und ja, am zweiten Tag ist man so schön akklimatisiert, ist da voll drin und kann das voll genießen. Und dann Tag danach ist halt auch schon wieder vorbei. Also die Gamescom LAN ging bis um 15 Uhr und da muss man eigentlich schon so abgebaut haben. Ja, wie wäre es geiler, wenn wir da noch ein paar Tage mehr hätten. Und allgemein war es auch cool, dass auch so die ganzen Creator so rumgelaufen sind und ihr Zeug gemacht haben und konnte einfach auch da ja dahin und es war irgendwie, als wären da also fast so die Kumpels neben einem und so. Das war schon cool. Und ja, ständig gab es irgendwelche Events und weiß nicht, Schnitzeljagden und ja, spontane Turniere oder was weiß ich. Dimi to go wurde eine Glatze rasiert von Bonfamentel. Also Quatsch. Ja, war schon irgendwie ganz lustig. Also ich würde mich freuen, wenn das nächstes Jahr nochmal stattfinden würde. Ja.